Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Sie wird das Scharfschütze. Ihr seht, dass Regal P jetzt ein bisschen fröhlicher guckt. Das liegt daran, dass ich jetzt einmal hier die Stimmung gewechselt habe auf fröhlich. Das kann man machen, indem man hier oben klickt. Dann hier Stimmung wählt. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal fröhlich gewählt. Dann steht hier, du bist nun fröhlich. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum stehe ich vom Gefährten-Terminal? Ja. Kurz husten, Moment. Das liegt nämlich daran, dass ich jetzt rausgefunden habe, wie dieses Terminal nun richtig funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal wieder klappt. Während ihr Carbonit eingefroren wart, haben sich eure Gefährten in der ganzen Galaxis verteilt. Und an dieser Stelle muss man einfach ein bisschen warten. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Es dauert jetzt. In den 5 Jahren, in denen ihr fort wart, ist viel passiert. Eure Gefährten sind womöglich immer noch da draußen. Wenn man dann seine Gefährten zurückholen will, kann man sich dann hier entscheiden. Ich will nicht länger darauf warten, dass meine Gefährten zurückkehren. Oder die Terminal verlassen. Ich werde darauf warten, dass meine Gefährten als Teil der Story zurückkehren. Aber erstmal muss ich husten. Da wird man hier, wenn man seine Gefährten zurückholen will, die 1. Und Gefährten kehren womöglich im Laufe zukünftiger Ereignisse zurück. Die Benutzung des Terminals ist nicht storykonform. Ich verstehe, ich möchte dieses Terminal trotzdem nutzen, um meine Gefährten zu finden. Terminal verlassen. Ich werde darauf warten, dass meine Gefährten von sich aus zurückkehren. Da geht man hier auf die 1. Da kriegt man hier nochmal Warnung. Die Benutzung dieses Terminals hat keinen Einfluss auf deine Story. Vom Story-Standpunkt aus befinden sich deine ehemaligen Gefährten immer noch irgendwo in der Galaxis. Bis sie in den Rahmen Zukunft der Story zurückkehren. Möchtest du trotzdem fortfahren, dann klickt man hier auf Fortsetzen. Folgende Gefährten können gerufen und freigeschaltet werden. Gefährten, die nicht angezeigt werden, lassen sie vielleicht in naher Zukunft rekrutieren. Können wir jetzt hier nach Vector suchen oder nach Rena Tempel. Aber das möchte ich jetzt nicht, denn... Ja. Wenn wir jetzt hier draufklicken würden, dann würden wir jetzt eine Quest bekommen, wo wir den dann zurückkriegen würden. So habe ich das zumindest verstanden. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ja, ich werde es jetzt aber auch nicht machen, weil ich möchte mich die Gefährten mit der Story zurückkriegen. Deswegen sage ich, Terminal verlassen, ich habe es mal anders überlegt. Dass er mal wisst, wie man die Gefährten zurückholen kann, wenn man sie dann doch wieder haben will. Denn es fehlen ja immer noch Fenrich, Rena Tempel und Vector Hylus. Diese können wir uns halt hier theoretisch wiederholen. Da wisst ihr jetzt auch, wie das geht. Dann habe ich hier gesehen, das Datenpad ist wieder aktiv. Jetzt habe ich irgendwie so rausgefunden, wann sich dieses Datenpad regeneriert. Und zwar ist es immer dann, wenn man den Einfluss von diesen Allianz-Spezialisten hier unten steigert. Von denen hier. Wenn man hier irgendwie eine Einflussstufe, glaube ich, erreicht, dann kriegt man diese Mission hier. Dann kann man das hier wieder annehmen. Hier seht ihr Stufe 4. Können wir alles einmal mal mitnehmen. Und dafür kriegt man halt Belohnung geschenkt. Dann halt. Ich hätte mal 5 strahlende Kristalle, 10 leuchtende Kristalle und 20 gewöhnliche. Das können wir jetzt mal alles annehmen. So. Und natürlich Credits. Ja. Was ich übrigens auch einmal gemacht habe, das werden wir aber erst gleich sehen. Und ich habe, dass ich meinen Timer erstmal nicht gestellt habe, finde ich wieder super. Aber es wird egal, denn die Folge wird eh nur langweilig sein. Also für alle die, die jetzt denken, die Folge wird spannend werden, nein, die ist extrem langweilig. Vor allem kann ich da jetzt auch vor der Paya wieder einblenden. Sternfestung kann ich im Prinzip auch erstmal raushauen, aber ist mir jetzt egal. Hier in Kürze. Wir wollten nämlich ein paar Kisten holen. Mal wieder. Ich habe ja durch die Heldenmission, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Ziemlich viele verschlossene Kisten gespawnt. Nicht gespawnt, gefunden. Bekommen. Von den Heldenmission, weil ich ja sehr, sehr viele gemacht habe. Und deswegen werden wir uns jetzt ein paar Kisten wiederholen. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt davon habe, von den Schmuggelwarenkisten. Also wir kriegen jedes Mal hier Einfluss. Wahrscheinlich können wir gleich wieder das Datenpad nutzen. Aber ich werde erstmal alle Typen hier durchmachen, bevor ich das Datenpad nochmal nutze. Also ich jetzt hier nicht stundenlang hin und her renne. Okay, jetzt haben wir genug. Guten Flug. So. Jetzt haben wir jetzt ziemlich viele Kisten bekommen. Hier. Ein paar Kisten habe ich mir auch noch geholt aus der Frachtrampe. Weil ich mal gedacht hatte, ich hatte so viele Kisten. Irgendwann muss ich jetzt schon, das Datenpad ist wieder aktiv. Also es geht halt darum, wenn man halt den Einfluss von den Gefährten, von den Typen hier steigert. Habe ich euch ja gerade erzählt. Dann gehen wir zum nächsten. Ich könnte auch einfach mit N reisen, schnell. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Gehen wir doch mal jetzt zu dem Flugtypen hier. Und das, nachher gehen wir auch wieder zurück zum Datenpad. Nur ist auch bei Kristalle ab, denn ich will ja wieder Credits verdienen. Ihr seht ja, wie man kann dadurch relativ schnell Kristalle bekommen. Jetzt sprechen wir noch einmal mit ihm hier. Holen uns noch ein paar Kisten ab. Ich habe ja vor, das wird eine kistenvolle Folge. Das können wir alles überspringen. Blalalala. Das kennen wir alle schon.
Gott, wie viele Kisten habe ich denn? Auf jeden Fall können wir die jetzt erstmal hier alle abgeben, weil ich echt... Ja, guck, jetzt haben wir schon wieder hier Einfluss weiter erhöht. Weiter, 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 weiter. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mehr Kisten. Wie viele Kisten, also wie viel habe ich denn davon? Okay. Okay, dann reicht das. Ah, oh, jetzt haben wir Inventar voll mit Kisten. Ich glaube, so viele werde ich nicht öffnen. Mal gucken, wie viele ich noch in der Frachtrampe habe. Ein paar habe ich auch noch in der Frachtrampe drin rumliegen. Aber ich habe ja gedacht, ob es N muss ich drücken. Wir können nicht alles alleine machen. Wir bei dem waren wir ja gerade. Jetzt gehen wir zum Dr. Ocker. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist, aber das ist mir jetzt auch egal. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ich muss auch gucken, wie viele Kisten ich noch habe. Nicht, dass ich nachher für die kommenden Folgen keine Kisten mehr habe. Ich die halt hier alle benutzt haben. Wo ist jetzt der Doktor? Ach, da. Okay, dann geht's weiter. Ich grüße euch, Commander. Ja, ich gebe ihm ein bisschen Fremdlingsforschung. So, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 haben wir. Hier auch wieder Stufe 7. Also gut. Und dann haben wir auch wieder ein paar Kisten. Okay, dann zum letzten Typi. Zu Sana Ray, der Boss. So, zack, da sind wir auch schon wieder da. Holen uns unseren schönen Gleiter raus. Warten Ewigkeiten, bis sie spawnt. Ah, da. Also ich finde das ziemlich geil. Bunkerbrecherin sind wir auch. Ich weiß gar nicht, habe ich das gezeigt, wo wir den Titel bekommen haben? Ich glaube, den einfach bekommen, weil man alle Dinge abgeschossen hat. Alle von diesen Sternfestungsmissionen da. Also alle Meldungen von den von der Sternfestung. Weil ihr wisst, was ich meine. Haben wir in den letzten Folgen gemacht. So, jetzt habe ich diesmal wieder nicht mitgezählt. Scheiße. Okay, mehr haben wir gar nicht. Sehr gut. Dankeschön. Wie viele Kisten haben wir jetzt? Ach du Scheiße. Okay, ich werde nicht alle öffnen. Ich mach bis 40, mehr meine ich. Und was ist hier? Sonnery? Warum kriege ich hier eine Quest? Ist jetzt egal. Oder? Nee, ich will wissen. Nee, gucken wir in der nächsten Folge. Jetzt nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt, Reman. Nicht jetzt, Rediger LP. Selbst die größten Institutionen begannen und verkehrte Taste, ich will M drücken. Ich vergesse jedes Mal, wo ich lang muss. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück zu dem Datenpad. Ich hätte vielleicht auch jetzt erst annehmen sollen. Die ganzen Kristalle, da kriege ich noch mehr Kristalle, da kann ich noch mehr Geld verdienen. Ja, hier. Kriegen wir von jedem. Yep. Und ihr seht, wir kriegen wieder Sachen geschenkt. Zack. Das ist natürlich auch wieder gut zum Credits fahren. Jetzt geht's kurz hoch zur Oberfläche. In die Kantina. Oh, Moment, hier gibt's noch mal Missionen. Achso. Den habe ich schon auf Stufe 8, okay. Jetzt geht's zur Oberfläche an die Kantina. Ich habe übrigens auch eine zweite Frachtrampe geholt. Für 40.000 Credits, weil ich ja gerade Abonnent bin, habe ich die mir mal gegönnt. Ja, weil ich echt glaube, dass der Platz zu klein wird für die ganzen Kisten. Dadurch, dass ich jetzt in der Folge sowieso... Ich würde sagen, ich mache 2 Inventarreihen auf. Mehr meine ich. Sonst habe ich irgendwann keine Kisten mehr. Wo ich nicht glaube, dass sie mal ausgehen werden. Weil ich ja jetzt momentan aber keine Heldenmission mehr mache, will ich jetzt nicht zu viele Kisten aufmachen. Deswegen. Aber ich will tolle Sachen da drin haben. Aber ich möchte zu jeder Folge trotzdem noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt ab sofort in jeder Folge 2 Kisten auf und ich mache einfach nur. Ja, erstmal gucken, wie viel wir überhaupt noch haben. Also, wie gerade schon erwähnt, habe ich hier jetzt noch eine weitere Reihe. Oh Gott, hier habe ich auch schon 3 Reihen voll. Ich würde sagen. Eine halbe Reihe tue ich noch rein. So. Das reicht so. Mehr nicht. Diese Rampe hat 40.000 Credits gekostet. Die nächste kostet komischerweise 400.000. Oder 1050 Kartellmützen für alle Charaktere oder 475 Kartellmützen für einen Charakter. Und ich habe jetzt endlich hier die Zugriffsberechtigung für Sektion X fürs ganze Benutzerkonto. Das heißt, ich könnte das jetzt auch theoretisch, wenn ich kein Abonnent mehr bin, immer noch HK holen. So, jetzt geht's zu den Kisten. Oh, geil. Gürtel der letzten amerikanischen Schmugglers. Großer, keine Ahnung, ich wollte ja, warte, ich brauche Treak. Treak, wo bist du, Treak? Ah, da. Da. Groß, keiner.
Geil. Sehr schöne Sachen habe ich drin. Ich schicke die mir erstmal über das Postfach schnell nochmal zu meinen Charakteren nachher übrigens rüber. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich das alles hin tun soll, den ganzen Dreck hier. Ich muss es echt machen, dass ich die Kisten nach unten tue. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar schnell bei offline. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Weiter geht das fröhliche Kisten öffnen. Robe des letzten furchtbaren Inquisitors. Oh Gott. Sieht aber komisch aus. Wie sieht der Gürtel aus? Ja gut, habe ich das haben muss. Mal wieder so ein komisches republikanisches Senator-Schwur, republikanische Erinnerungsstücke. Ich weiß gar nicht, wo ich das gebrauchen könnte. Okay, nächste Kiste. Ach so, das war nah angefangen, Scheiße. Hier ist das Neues. Kein Einfluss gewinnen. Armband des letzten furchtbaren Botschafters. Ups, das wollte ich gar nicht. Wo war denn jetzt das Armband? Pack's jetzt mal kurz aus. So. Sieht irgendwie gar keinen Unterschied. Was hab ich hier noch so? Oh Gott, die Unterweltware. Kann ich für Wette Ruhe nehmen. Gomez Rationspaket und Handschuhe des letzten furchtbaren Botschafters. Ja. Aber mir fallen meine aktuellen ehrlich gesagt besser. Okay, was haben wir hier so drin? Technologie. Und Beinschienen des letzten amerikanischen Kopfgeldjägers. Und nein, ich kann euch die Rüstung leider nicht schenken, weil die ans Vermächtnis gebunden ist. Wie sieht denn das aus? Schlecht sieht das gar nicht aus. Aber mir gefällt meine aktuelle besser. Müsst ihr mal sagen, was euch besser gefällt. Jetzt sage ich euch meinen schönen Trick hier. Das ist da. Ich glaube, das gebe ich ihnen auch gleich mal. 102, okay, das war scheiße. Okay. Kommandantenkiste. Stiefel des letzten Unterweltsoldaten. Ja. Okay. Kein Einfluss gewinnen. Ja, toll. Sehr viele tolle Sachen habe ich drin. Panzerhandschuhe des letzten amerikanischen Soldaten. Sehr viele tolle Sachen habe ich drin in meinen tollen Kisten, ey. Robe des letzten amerikanischen Botschafters. Hatte ich die nicht schon mal? Nee, hatte ich noch nicht. Wo sieht die Rüstung alles so komisch zerfleddert? Sieht so komisch aus irgendwie. Mal wieder so ein komisches Rationspaket für Treak. Okay. Wir so. Großer Einfluss gewinnen. Technologie. Beinschienen des letzten Unterwelt-Kopfgeldjägers. Okay. Dieselben Beinschienen in anderer Farbe. Okay. Erstmal kriegst du das Tricky Boy. 410. Das gefällt mir schon besser. Vielleicht musst du gleich wieder mit Inventar. Luxus. Komplexes koreanisches Leitermodell. Okay, ich weiß gar nicht, ob man die gut verkaufen kann, diese fetten Geschenke. Gucken wir nachher mal nach. Lilane Gefährtengeschenke. Oh, wieder so ein Technologiescheiß. Stiefel des letzten aufständischen Kopfgeldjägers. Die gefallen mir irgendwie sogar. Aber ich werde sie nicht nehmen. Es sei denn, ihr wollt's. Oh, geil. Zwei Gefährtengeschenke. Oh, Trophäe. Und Armschienen des letzten amerikanischen Schmugglers. Auf den Armschienen sieht man das irgendwie mal so wenig. Ich sehe gar keinen Unterschied. Panzerschuhe des letzten Unterweltkriegers. Ja, die gefallen mir schon. Und mal wieder so ein Scheißteil hier, was kein Schwein braucht. Oh Gott. Standardverschwindungserklärung für Jesus liegt bei so da. Trainer Welt verlassen haben sich über hier. Keine Ahnung, was das ist. Das ist Luxus. Gut, schon eine Woche Auszeit. Armpanzer des letzten arkanischen Kopfgeldjägers. Die ganzen Armschienen, ich sehe die immer alle nicht. Jetzt dann gebe ich das hier Tricky. Tricky Boy. 230, ja. 410, okay, das mag er sehr gerne. Jetzt kann ich mal ganz kurz gucken, was die Gefährtengeschenke wert sind. Das war's schon mit den ganzen Kisten. Das Teil, gut.
Kann ich ja mal verkaufen. Ich glaube, die Pferden kann ich gleich wieder rausholen. Das hier. So. Ich weiß, ich bin ein Arschloch. Wie viel ist das Teil wert? Ja, 20.000. Warum ist das nur so billig? Ich brauche das sowieso alles nicht. Was ist denn da eine Scheiß hier? Okay, aber das ist was wert. Da ich gerade Abonnent bin, kann ich auch so viele Sachen verkaufen. Tolle. Wer es haben will, kann sich ja gerne mal kaufen. Ich hatte das mal, dass die standardmäßig einen Tag ausgewählt ist. Das wird 200.000. Und das auch. Ist das irgendwas wert? Wahrscheinlich nicht. Ja, 12.000. Das hier, wahrscheinlich ist das nichts wert. Yep, ist es auch nicht. Verdammt, das war's schon. Hab ich noch ein paar tolle Kisten hier. Ach komm, ich hole noch 5 Kisten raus. Aber mehr wirklich nicht. Mehr hole ich nicht raus. Das sind wirklich die letzten 5 Kisten. Mehr Kisten hole ich nicht. Erstmal ein bisschen sortieren hier. Hier ist auch noch eine Kiste. So. Okay, dann gehen wir erstmal wieder ein bisschen runter hier. Großer Einfluss gewinnen. Geil. Und Stiefel des letzten Javin-Soldaten. Okay. Die gefallen mir irgendwie sogar. So, Treat das Geschenk geben. Hat mich gerade Idiot genannt. Intakter tanischer automatischer Reiseführer-Droide. Republikanische Erinnerungsstücke. Und Kopfschuss des letzten furchtwachen Kriegers. Oh Gott. Was ist das für ein Ding? Ach du Scheiße. Sieht ja aus wie. Wie ein Tradoshana hier oder wie auch immer, was jetzt auch immer heißt, diese komische Klasse hier. Okay, geil. Nächste Kiste. Panzerhandschuhe des letzten furchtbaren Kriegers. Wow, toll. Wunderschöne Sachen habe ich hier drin. Natürlich wieder keinen Einfluss gewinnen. Fick dich. So. Brustschutz des letzten furchtbaren Kriegers. Oh, wird sogar mit Umhang. Das gefällt mir. Ja, schade, dass er es nicht schenken kann. Jetzt kommt eine Waffe für Treak. Rot 102, das war scheiße. Rotsche Süg. Den haben wir aber schon. Schade. War das nicht dieser eine Gleiter, den wir schon mal drin hatten? Fahrzeuge. Wie sieht der denn aus? Rotsche Eiskatze. Ich glaube, ich hatte die Eiskatze drin. Gut, muss ich ganz kurz mal rausgehen, dass ich zeigen kann, wie der aussieht. Also wer so einen Gleiter haben will, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Warte, nee, das war der nicht. Scheiße. Ich würde den hier. Also wer so einen Gleiter hier haben will, der kann es in die Kommentare schreiben. Im Server steht übrigens auch in der Videobeschreibung. So, erstmal wieder rein hier. Dann, was kann ich noch so verschenken? Eigentlich nichts. Also den Gleiter verschenke ich diese Folge. Und ja, mehr eigentlich nicht. Die Kiste war scheiße, nichts. Nur diese einen Gleiter für euch. Das kann ich alles verkaufen. Wie viel ist der denn so wert, der Gleiter? Oh Gott, 112.000. 29, okay. Den Gleiter verschenke ich euch. Mach ich mal so. Ganz nett. Okay, 10.000 stelle ich das mal rein. Das ist da jetzt bestimmt was wert, oder? Ja, 160. Ich glaube, die Dinger hier, Kosphäre, die kann ich gleich wieder billiger reinstellen. Aber die sind einfach viel zu teuer. Gut, 9.000 stelle ich 5.000 mal rein. Das Teil hier.
6000 Ding habe ich sogar schon einmal. 10.000 stehe ich noch einmal für 10.000 noch einmal rein. Okay, also diese Folge gibt es den Gleiter. Stehe ich direkt auch hier unten hin. Ich werde mir erstmal noch ein paar Kisten holen. Ja, erstmal schicke ich mir den ganzen Scheiß erstmal wieder rüber auf einen anderen Charakter, weil die ist echt zu voll gemüllt hier. Glück bin ich ja gerade Abonnent. Das hat jetzt mit dem Schick nichts zu tun, aber... Gut, die Folge war extrem langweilig. Nur Kisten geöffnet und welche geholt. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das auch, dem das auch gefällt. Nein, scheiße, really, man. So, erstmal schicke ich das alles weg, dass ich jetzt hier erstmal ein bisschen mehr Platz habe. Ja, dann würde ich sagen, das war's das für die Folge. Wie viele Kisten habe ich jetzt noch? Ich muss jetzt noch 3 Reihen voll haben. Ja, das müsste doch erstmal reichen. Die Folge ist vorbei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts verpasst, macht ein Abo. Und ja, natürlich würde es mich freuen, wenn ihr auch abonniert und so weiter. Ja. Und mir auch Sachen vielleicht nochmal schickt, irgendwie so eine... Na gut. Also wenn ihr den Gleiter haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Server Vanilla wird's change, steht auch in der Videobeschreibung. Bitte auch schreiben, ob ihr Rap oder Imp seid. Oder kann ich noch eins sagen, und zwar ciao, bis zur nächsten Folge.